Oh, nice, okay, ich bin jetzt auf dem Server, Erkan. Nice. Ich mach jetzt erstmal meinen Charakter, dann gucken wir mal, was man hier machen kann, ne? Ist jetzt gefixt bei dir, Luca? Bin dir komplett ehrlich, Bro, ich glaube, der Junge ist so unfähig. Ah, ich bin bei dem Premium Deluxe Motorsport gespawnt. Alter, ich hab voll geil Seiten auf Null. Was geht, YouTube? Euer YouTube ist wieder back am Start hier für euch mit einer weiteren Folge RP auf Green Island. Erkan hat Part 1 gemacht. Falls ihr den noch nicht geguckt habt, seid ihr komplett falsch. Guckt erstmal Part 1, dann bitte bei mir weitergucken. Ich bin jetzt hier auf dem Service. Ich hol mir jetzt erstmal hier einen Hotdog. Voll verarscht. Okay. Ist korrekt, dass man keine Minimap hat. Richtig gut. Check schon, die wollen das so ein bisschen real-life-technisch so ein bisschen anlehnen. So, hab mir jetzt das neue iPhone 12 geholt oder so. Ne, jetzt erstmal auf gelbe Seiten, würde ich sagen. Ne, schön originelles Passwort hier auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne? So. 20 Uhr, Treffpunkt, Postleitzahl 3002, kleines, aber feines Motorradrenne am Mount Chiliad. Ich ruf da mal an. Bennys, hallo? Hallo, Moinsen, ist das der Benny? Hallo? Moinsen, ich wollte wissen, der Motorradrennen ist heute, ne? Ich werde nachher nochmal genau posten, wann es losgeht, weil wir haben gerade noch ein paar kleine Planungsprobleme. Ja, genau, das ist jetzt schon 6 Minuten zu spät, du alter Penner, ne? Ja, ja, aber ich habe nochmal gepostet gerade, dass ich es ein bisschen verschiebe. Ach so, okay, habe ich nicht gesehen, ja, sorry, ne? Ja, gut, ne? Nee, nee, aber das findet statt. Ich komme mit meiner Kleinen dahin, ne? Mit meiner Harley, ne? Meine kleine Harley. Ja, ja, Motorräder werden von mir gestellt. Ach so, okay, kann ich auch mein eigenes bringen? Meine Harley ist mir ziemlich wichtig, weißt du? Ja, du kannst sie mitbringen, aber das Rennen musst du halt leider mit einer von unseren fahren. Okay, ja gut, dann bring ich sie mit, da können sie alle mal ein bisschen begutachten, aber nicht anfassen, ne? Ja, klar, weil da, wo das Rennen stattfindet, wirst du mit einer Harley nicht weit kommen. Ja, gut, dann machen wir das so, ne? Alles klar, dann bis nachher. Hau rein, du Taschenmaschine. Ciao. Ja. Er musste lachen. Geil, okay. Oh. Ach, die Dame. Tagchen, der Herr. Ist ja aber ein Zufall, dass man hier jemanden trifft, ne, hier im Nirgendwo. Ja, doch, hier ist ein Fisch. Ja, keine Ahnung, ich habe mir jetzt gerade hier mein Handy gekauft, ne. Mein altes ist mir kaputt gegangen, leider. Oh, ja, dann besser ein neues holen. Ja, auf jeden Fall. Sind Sie gleich auch da hier beim Mount Chiliad? Oder wie sieht's aus? Ich glaube schon. Ja. Ich wollte gerade Getränke besorgen, aber ich merke gerade, dieses Auto hat keinen Kofferraum. Ach ja, merke ich auch. Wirklich. Ach nee, jetzt muss ich erstmal Auto tauschen. Ja, wenn Sie wollen, kann ich auch was für Sie tragen oder so. Ist jetzt für mich auch kein Problem, ne? Ja, das Baby im Hintergrund. Ist die das Baby gerade am Breastfeeden? Und dann kann ich ihn einpacken. Jungs, hallo? Ja, so, Digga, hier ist eine Frau, die hat mich abgeholt. Ihr Baby ist am Rumquengeln und so. Wie ist das am Breastfeeden oder so? Schön. Geiles Teil. Soll ich vorbeikommen? Wenn du willst. Ja. Wir sind jetzt gerade woanders, weil sie ihr Auto nicht findet. Wir sind bei 102, bei dieser Werkstatt da, bei Bennys. Oh, da bin ich auch. Jeden Moment. Oh, wer kommt denn da? Oh, nee, ne? Aber, sind daher? Ab sie, können Sie meinen Teil da eben reparieren? Der ja. Andere Mechaniker hat da hinten sein, weiß ich nicht, sein Dödel reingesteckt. Ein bisschen besorgt irgendwie mein Motorrad. Jetzt sieht so aus. Du hast halt was da reingesteckt? Das ist doch ekelhaft, Alter. Macht der hier einmal so, papp, papp, und dann denke ich mir, hä? Der ist doch ein Schwein, bist du, okay. Macht ihr mal eure Männergespräche. Ich gehe mal das Ding reparieren. Moinsen. Moinsen, der Herr. Wer bist du? Ich bin der Ludwig. Und du? Frank. Frank? Ja. Also wie Frank Rosin, ne? Ja, nur, dass ich nicht koche, ne? Ja, genau. Erstmal eine Lunte anzünden. Oh, ich brauch Dr. Sepo dringend. Gibt's hier irgendwie, wie, auf wen steht hier jeder? Ach ja, auf die, wie heißt die, Julia? Von der habe ich richtig eklige Sachen gehört, die macht's mit jedem, so wie ich die gehört habe. Das habe ich auch gehört tatsächlich, ja. Ah. Taschenfort. Taschenmusik. Ja, also, Kollege, ich mach mich da mal fondant, ich wollte mir was zu essen holen. Man sieht sich. Jo, guten Hunger, ne? Guten Appetit. Schade, dass man das Kind nicht mehr hört jetzt. Hat vorhin richtig rumgeheult und so. Und das war so ultra nah am Mikro, ne? Also die war das am Breastfeeden, 100%. War das denn so ein komplettes Baby? Das war ein komplettes Baby. So. Sag mal, der Typ gerade hier beim Mechaniker, der war aber auch echt ein bisschen komisch, ne? Der war eklig. Der war echt eklig, ja. Also, der hat auch so komische Kommentare immer gebracht. Irgendwas von wegen mit Auspuffkacker oder so, irgendwie sowas. Ja, ja, wär's irgendwie. Hauptsache, wir wissen, dass wir nicht so sind, ne? Genau. Nee, so würde ich auch nicht werden wollen. In jedem Staat gibt's ja immer ein bisschen komische Leute, weißt du? Ja, ja, ja. Das ist da wahrscheinlich dann halt einer davon, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Ja. Der kauft dann wahrscheinlich das auch da oben die Häftchen, ey, der ekelhafte. Ja, ja, ja. Feierst sowas wahrscheinlich nicht, ne? So, Erkan? Ja. Was machst du gerade? Wir sind alle bei 525. Also meinetwegen können wir jetzt reinscheißen. Also okay, bei mir. Ja, 525. Okay. So, wo ist das? Ah,
Ah, das Baby kann nicht mal reden, Digga. Das ist so crazy. Ja. Boah, Peter, wir hatten da eben einen in der Werkstatt. Der war ja pervers. Ja, ey, das war so ein perverses Schwein, ne, wirklich. Also, ich glaube, du hast den auch mitbekommen. Ich glaube, das ist der Typ, dem du die Rechnung ausgestellt hast oder sowas. Ach, der, ja. Ja, der war ein perverses Schwein, ey, wirklich. Keine Ahnung, irgendwas von wegen in den Auspuff gekackt haben und was auch immer. Er hat auch gesagt, dass der Kacker ist und sowas. Ja, und irgendjemand hat seinen Schwanz gelutscht und dann war sein Moped kaputt, keine Ahnung. Ja, also ganz, ganz, ganz komisch, ey. Der hat doch echt komische Sachen gesagt, ey. Ganz komisch, aber... Ja, also wie kommt man denn auf so Auspuffkacker und sowas? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was der da gequatscht hat. Auch irgendwie Toilet-Scheiße und sowas. Im Kindergarten habe ich mal sowas geredet. Ja, ja, eben, genau. Da habe ich auch einfach irgendwelche Wörter zusammengemixt, ne? Toilet-Kacke, Taschenfotze, sowas. Ich komme jetzt hin und sag Moinsen wie eine Toiletten. So, ich bin da, vom Los Santos Customs. Ihr seid da drinne, oder? Ja, ich komme jetzt. Ich habe mein Oberteil ausgezogen. Bist du drinne, Marwan, oder bist ja, du auf dem Weg? Drinne. Das Ding ist, Marwan, ich muss direkt jetzt irgendwas machen, weil ich hatte schon eine Situation. Ich scheiß jetzt einfach komplett rein. So, da bin ich wieder, du rothaarige Bitch. Alter, was ist da das bin denn? Ich wieder. Aim, oh, Retter-Aim, yeah, Motherfucker. Sag mal Krieger-Aim. Krieger-Aim, Motherfucker. Ich rothaarige auf den Kopf scheiße. Alter, haut den kaputt. Ah, Krieger-Aim. Alter, was ist mit dem falsch? Was mit dem Schmutz? Alter, ich bin gerade erst hierher gekommen. Auf einmal kommt da so ein Psycho mit seinem Afro, ey. Ich hab keine Ahnung. Ja, warte, der ist auch gleich aus. Der reißt jetzt aus. Also, ja, der muss... Das war ja Trolling. Das war ja Trolling. Digga, diese ganzen Scheiß... Sorry, dass jetzt kurz... Alles kurz gut, alles diese gut. Dreckstroller, Digga. Ja, der ist jetzt weg. Der ist ausgereist. Warte, Carsten. Der so verdammter HS. Hat der Hurensohn gesagt? Ja, irgendwie so. Alter, ey, was ein Psycho, ey. Ich meine, Tage, es ist einfach nur Katastrophe. Da hast du eigentlich schon selber keinen Bock mehr, hier irgendwie den Staat zu leiten. Bist du der Bürgermeister? Einer davon. Ja, haben die den Kackfleck jetzt endlich weggebannt? Mein Gameplan, um gebannt zu werden, ist es jetzt, mich an die Frau von dem Typen ranzumachen und den so zu hintergehen. Weißt du, was ich meine? Ist der rechts der Mann von der Rothaarigen? Ja, ja. Okay. Das war ein kompletter Trolling, der Typ, wenn ich ehrlich bin. Also, dem war alles egal. Der wäre sonst nicht jetzt immer hingekommen, hätte jemanden komplett umgetrollt. Das ist ein scheiß Wichser. Willst du das so machen, Marwan, dass du jetzt mit dem Mann ein bisschen weggehst? Ich fuck seine Frau ab, ich schicke dir einfach die Aufnahme dann. Oh ja, das könnte man machen, ja. Du weißt, was du auch machen könntest? Du könntest vor ihm einfach sie anflirten, so sagen, ey, du hast aber echt eine sexy Stimme, so. Oder irgendwie sowas. So, ja. Sorry, was hast du gesagt? Einfach mal vorstellen, ich bin der Carsten. Jo, moinsen Carsten, ich bin der Ludwig, ne? Und ich bin der Frank Ehrenhardt und wenn ich hier die Gegenüber von mir sehe, dann wird der halt wirklich todeshart. Oh mein Gott. Boah, hab ich jetzt Bock auszurasten oder gleich? Francesco! Der Francesco hat dir komplett die Show gestiehlt. Ja, der hat mich gerade komplett zum Hund gemacht. Was lässt du dir da schmecken? Das ist eine Coke Zero wahrscheinlich. Ja, Coke Zero mit Jackie drin. Mit Cola Jackie! Hey, normal. Hey. Warte mal, wie war dein Name nochmal? Genau, um ihn Ehrenhardt. Weil du ja meintest, er wird Autos und Motorräder bumsen. Ja, ich heiße Frank Ehrenhardt, aber wenn ich das Motorrad von dir sehe, dann werde ich mega hart, ne? Dann wird's aus Ehrenhardt, wird's dann zu mega hart, ne? Geil! Komplett! Perfekter Mitarbeiter, genau den gleichen Humor. Komplett Humor, Digga. Komplett. Das ist voll okay, Mann. Digga, wie cringe. Ich hab diesen Move in Real Life nachgemacht, als ich meinte, komplett, Digga, und der hat das einfach gemacht. Komplett einfach, komplette Rino. Ja, soll ich ihm sagen, ey, seine Frau finde ich halt so nice, einfach, Digga, sorry. Und ich muss, wie heißt du nochmal? Sophie. Ich muss sagen, dein Mann hat wirklich einen Glücksgriff. Bin ich auch teilweise verwundert, wie er das geschafft hat, ne? Also, du bist wirklich hot. Ja. Ey, wer hat da mein Matt rot gemacht? Was? Digga, will der mich verarschen, Alter? Der klaut mir die Show. Warte mal, bis der weg ist, hätte ich gesagt. Ja, soll ich ihm sagen, ey, willst du mich hier gerade... Ich gebe hier schon zweimal ein Kompliment. Ja, mach das. Francesco, ich gebe hier schon zweimal ein Kompliment und jedes Mal spielst du mir dann am Ende die Show und unterbrichst mich. Ja, ist halt so. Ja, aber nicht, dass hier der Carsten das mitbekommt, ne? Ja, der hat da nichts gegen, der kennt mich. So, Hedgecheck abgehoben, ich fahre mit dem Rolls rein. soll ich jetzt und ich bin dann der alle Autos am Ende bubst. Komplett. Oh, sie hat sich umgezogen. Sag mal, aber du hast aber geile Tattoos oder so. Irgendwie sowas. Die Tattoos stehen dir auf jeden Fall, muss man sagen. Danke. Sag mal, du flirtest aber viel mit der Dame, ne? Ach, das juckt mich nicht. Die kennt das, die ist das doch gewohnt. Ich meine, wenn man mit so einem Kaliber Frau zusammen ist, dann kennt man das auch nicht anders. Naja, ich kann's auch ignorieren. Ich bin da Kackenkreis drin. Geil. Halt, aber das will ich immer dann umso besser nochmal. Komplett Rino. Komplett. Einfach komplett, Digga. Würdest du dich selber so als Trophäe bezeichnen, oder? Nee, tatsächlich nicht. Gar nicht? Nee. Mehr so als zweihebigen Trocheus dann wahrscheinlich, ne?
Junge, nee, also. Ich würde mich einfach als ganz normale Frau tatsächlich betiteln. Wie meinst du das? Ja, einfach ganz normal. Also. Du bist hier in einem Laden mit 10.000 geilen Geräten auf Fahrzeugen und trotzdem irgendwie schaffst du es hier nochmal am meisten hervorzuheben. Das war ein geiles Kompliment. Komplett? Komplett. Boah, jetzt erstmal eine Dawn Blonson, Digga. Ey, macht dir das was aus, wenn ich hier einen Graskippler mache, Digga? Das bitte draußen. Ne, sorry, den muss ich mir reingönnen gerade. Einfach mal rein. Ich glaube, das ist nicht so gut mit den Stoffen hier, ne? Mit den chemischen Stoffen und so. Nee, das ich kommt mir auch nicht rein gut, deswegen ich draußen, mir das bitte. Scheißegal. Gönnung. Ja, was macht Carsten jetzt mit dem Auto? Steckt er da jetzt immer so ein Bibbelhit rein in den Scheißwagen oder was macht er? Ja, die Cops suchen mich. Also, ja, ich. Die rülpst einfach, hast ja, du gehört? Ja, die ist voll eklig. Die ist voll ekelhaft. Unterbrich und, sie einfach. Hey, wann ist eigentlich die lustig. Mitarbeiterbesprechung von euch? Wann kommt angesagt. Dieser scheiß Bastard? Wie die einfach nichts sagen, Digga. Bitte. Hat da gerade einer geklingelt oder was war das für ein Bei ihr schläft ein Tamagotchi hinter sich. Bei wem? Bei ihr. Bei mir. Das muss man die Fresse halten. Tamagotchi war nochmal, warte, was? Oder? Ein Kind. Ja, okay, dann nehme ich das nochmal zurück. Ich habe es gerade verwechselt. Das war alles peinlich. Alles easy, alles easy. Wieso versuchst du so zu backtracken, Erkan? Du bist nicht der Nächste, der sein Blut hier verschmiert wegen sowas gerade. Wie bitte? Ich verschmier was anderes. Mal ganz ehrlich, wie ernst ist das zwischen dir und deinem Mann? Ziemlich ernst. Ich habe nicht das Gefühl, dass dieser kleine Kackfleck dich handeln kann. Doch, doch, das kann er. Der ist so ein richtiger, ich weiß nicht, der macht so zwar auf hart. Aber ich glaube, dass das so ein kleines Stück Play-Doh-Knete ist, wo man schon mal drauf gepisst hat irgendwie. Nee. Kommt mir so vor, dass der so weich verweichlicht ist über die Zeit. Allein auch, dass er diese ganzen Typen, also wenn die bei mir in der Werkstatt gewesen wären und so ein Radau gemacht hätten, Digga, die festgehalten und jedem von den Einzelnen den Arsch geleckt einfach. Die Dame ist ja wohl fest vergeben. Da muss man ja jetzt auch nicht hier so fast flirten und so, ne? Ich sag ja, mich juckt das knapp Hälfte. Wenn ich will, kann ich das auch einfach ignorieren und das merken die Leute dann. Ja, wenn du es ignorierst, dann hast du ein Problem. Also ich finde, mich sollte man lieber nicht ignorieren, sonst hat man wirklich ein Problem. Der Typ ist manisch, ey, das sag ich dir sofort. Also wie sieht's aus? Komm. Nee. Ich habe das Gefühl, du machst es mit jedem. Nee, definitiv nicht. Willst du gerade frech werden, Frank? Ja, also sorry, das ist mein erster Eindruck, keine Ahnung. Guck mal, ne? Ja. Willst du auch so enden? Wie wer? Wie diese Blutflecken da. Meinst du diese Blutsoße? Ja. Warum soll das eine Drohung sein von dir oder was? Ich frag nur. Ja, Frank, Digga, chill mal ein bisschen, ey. Also wirklich, muss jetzt auch nicht hier so frech zu der Frau werden hier vom... Ich bin ja nicht frech, aber er sagt irgendwie, er droht mir damit, aber mir droht keiner. Du sagst gerade zu meiner Frau. Dass ich es mit jedem mache. Naja, diesen Eindruck habe ich. Dann solltest du vielleicht sie mal in der Hinsicht ein bisschen erziehen, dass sie nicht mit jedem so redet, als würde sie ihm gleich um den Hals springen. Wieso erziehen, wenn es nicht der Tatsache entspricht? Ich weiß, wie meine Frau mit Kunden und mit Bekannten redet. Ja. Und den Kundenbonus, hast du davon schon mal was mitbekommen? Ich denke nicht. Den Kundenbonus? Ja. Der Kundenbonus, der bei mir über den Tisch geht. Ja. Der vorher mit mir mündlich abgesprochen wird. Ja. Ich füge ab sofort, glaube ich, Kundenbonus ein für freche Personen. Sag, was kann ich dafür, wenn deine Frau so eine fucking 30 ist? Ich glaube, ich fahre gleich eine Runde Motorrad, denk da drüber nach. Ja, mach das mal. Aber ich kann nichts dafür, dass deine Frau eine 30 ist. Ne was? Eine 30, Jordiana. Komplett. Du musst auch nicht beleidigend werden, ne? Also, sie hat dir ja nichts getan, so. Ist ja keine Beleidigung. Ja, schon, ne? Ist ja, heißt ja eigentlich so im Umkehrschluss einfach Schlampe, ne? So im Umkehrschluss einfach. Ich sag mal so, wenn es der Tatsache entsprechen würde, kann ich auf jeden Fall sagen, ich habe damit mein Geld verdient. Geil. Wenn es so wäre, tatsächlich. Hä? Hey, Digga, warum sagt der nichts mehr? Ja, ich glaube, die bannen dich jetzt oder so, ey. Nee. Digga, was macht der da? Was, siehst du das? Ich würde sagen, er kassiert gleich eine Kugel. Also, ist das normal? Also macht er das immer? Digga, Frank, ist alles okay bei dir, Mann? Ja. Ich finde den Wagen nur nice. Wollt ihr nichts dagegen unternehmen? Also. Ich darf das. So. Oh. Das glaubt man. Oh, sorry. Naja, ob du das darfst oder nicht, das steht auch in meinem Blatt Papier, würde ich mal so behaupten. Warum sollte ich es nicht dürfen? Warum möchtest du gerne... Geh dich einen Scheißdreck an. Echt? Geht mich das? Ist ja nicht deiner. Naja gut, aber der von meinem Mann. Pack mal pass die Waffe auf. Weg, Digga. Nein, du passt jetzt auf, wie du mit meiner pack Frau... Pack die scheiß Waffe weg, Digga. Wir haben das ja so vorher mündlich geredet. Digga. Was? Willst du so enden wie gerade die anderen oder was? Fahr dich runter. Dein Ernst, Digga? Fahr dich runter. Fahr dich runter, das, Alter? Naja. Dreimal gesagt, der soll ordentlich reden. Ja, der hat einen Schaden, Alter, ich schwör. Ich komm rein, Marwan, und hau die jetzt kaputt. Ihr braucht echt so einen Entsorger für solche Personen, wirklich, ey. Oh, da kommt er wieder. Alter! Scheiß Vollidioten. Digga, was macht der? Komm her.
kleiner Hund. Ah. Schön Carsten hier auf dem Gesicht scheißen. Carsten, schön das Gesicht voll scheißen. Na, Carsten? Carsten! Das ist meine Werkstatt von heute an. Heute werde ich jeder Tuning übernehmen. Und jeder Kunde, der jeder Tuning, werde ich übernehmen. Kennt Carsten? Diese erbärmliche Werkstatt. Und den Wagen finde ich übrigens übel fresh. Geiler Wagen. Der Wagen ist geil. Naja, so ein Kfz hat man nicht oft. Naja, das ist ein Kfz. Naja. Wann bannen die dich, Digga? Naja, der Admin ist scheinbar ein ziemlicher Vollidiot. Jetzt redest du nicht mehr. Du bist gebannt. Ich weiß, man redet nicht, wenn man bewusstlos ist. Aber hat der gerade gesagt, der Admin ist ein Vollidiot? Ja, hat er gesagt. Ich wollte nur noch mal mich vergewissern. Digga, ich raste sie heute aus, Alter. Dieser... Was? Nein, der ist in Ordnung. Der Ludwig war in Ordnung die ganze Zeit. Der hat ja vernünftig gesprochen. Ja, aber seid ihr zusammen eingereist oder was? Nee. Okay, gut. Nee, hier, der Typ ist vor ein paar Tagen schon eingereist. Weil der hat anscheinend auch noch was anderes angehabt, weil er wusste, dass ich Admin bin, deswegen. Das war einfach Trolling. Und das war jetzt gerade VDM und Trolling mit allem drum und dran. Und deswegen ja, das ist Quatsch. Nee, ich bin heute hier auf dem Start gekommen, ne, ich weiß nicht, kennt ihr die Madison von Benny's? Ah, die Madison Walker oder was meinst du? Kann sein, die hat grüne Haare, glaube ich. Ja, ich habe die noch nicht so gesehen gehabt. Ja, genau, mit der habe ich mich angefreundet da relativ früh. Ich habe noch gar keine Karre, ne? Und jetzt, wo wir gerade hier sind, wisst ihr, wo ich mir einen Karren holen kann? Was brauchst du für einen? Boah, also, mir ist eigentlich egal, ob das bringt mich von A nach B, ne? Ja, dann komm mal mit, ich hoffe, vielleicht hast du dich. Ja, okay, dann mach ich. Komm ich auf jeden Fall mit. Er hat mir jetzt die ultimative Waffe für den geilsten VDM der Welt gegeben. Und ich werde das so geil machen, ne? Ich werd mir, glaube ich, auch eine... Nee, Taschenlampe brauche ich gar nicht, wenn ich da komplett rein VDM'e. Brauche ich keine... Ich bin der VDM-König. VDM-Kruni. Ich kann jetzt nicht das machen, was Erkan gemacht hat, ne? Erstmal aufmucken oder Stress da raus, weil da drin ist der Admin. Der hat seinen Triggerfinger so bereit. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich mir die Karre nehmen und einfach straight up VDM. Ich kann nichts anderes machen, weil, Digga, mir bleibt keine andere Wahl. Ich muss das hier komplett so fabrizieren, ey. Aber ich sehe 5 potenzielle Opfer. Wenn ich 5 Leute VDM kann, das wäre doch fucking geil, oder? Das ist echt ein geiles Teil, was du mir hier gegeben hast, ey. Ja, viel Spaß damit, mein Bester. Ja, danke schön auf jeden Fall, ne? Ich hau dann erstmal ab. Wenn das ist, Ja, mach ich. Oh, ey, tut mir schrecklich leid, ey. Sorry, Mann. Ja, okay. Nee, war aus Versehen. Ist okay. Der hat schon seine Waffe rausgeholt. Oh nee, ne. Ist wieder kacke, ne. Komplett abgetrollt zu werden, ne. Ist wieder kacke, ne. Boink. Moinsen, Sophie. Boink. Boink. Sophie, stehst du auf? Boink. Ist wieder so kacke, ne. Nein! Scheiße! Von Lukas für RDM gebannt worden, ey. Nein. Aber ey, ist wieder kacke, ne? Was geht?